kann ich nur sagen, schöne Aussichten im neuen Jahr auf Neues im ZDF-Programm, liebe Zuschauer. Und das auch schon morgen am Neujahrstag. Dann beginnt unser vierteiliger Fernsehfilm, begegnet Ihnen Mario Adorf zum ersten Mal als der große Bellheim. Aus Bellheim könnte man eine echte Geldquelle machen. Aber nicht so lange Herr Bellheim seinen Kamikaze-Kurs steuert. Kenne Schwächen und Stärken deines Feindes, dann wirst du siegen. Ich kann sie fertig machen. Sie haben zu viel Dreck am Stecken. Ihr Brüder verliert doch ungern Geld. Also setzt doch nicht auf Verlierer. Halte dich an den Sieger. Bellheim kapituliert. Der Wert eines Menschen wird nur mal an seiner Brieftasche gemessen. Der große Bellheim. Doch genug der Zukunftsmusik, bleiben wir doch beim ausklingenden Jahr, auf das Sie noch einmal zurückschauen können. Um 15 Uhr öffnen wir das Album 92. Die Badewanne Berlins wurde sie einmal genannt Usedom, die östlichste Ostseeinsel Deutschlands. 3 Jahre nach dem Fall der Mauer hat Lutz Panhans die Insel besucht. Sehen Sie nun seine Beobachtungen im Wechsel der Jahreszeiten.